Herzlich willkommen zum MDR Garten. Wir sind heute in der sächsischen Landeshauptstadt in Dresden unterwegs. Kurz vor der Eröffnung vom Dresdner Frühling im Palais. Diese Schau, die wir uns gleich angucken, zählt zu den wichtigsten in Deutschland. Und Sie wissen ja, Blüten und Blumen erheitern das Gemüt. Farbgewaltig und abwechslungsreich, so präsentiert sich die Schau. Sächsische Gärtner und Floristen haben ein wahres Gesamtkunstwerk arrangiert. Rund 40.000 Blumen und Pflanzen wurden dafür benötigt. Das Ergebnis? Spektakuläre Eindrücke. Wie gemalt? Blütenpracht mit Künstlerhand lautet der Titel der 9. Auflage. Als Inspiration dienen diesmal Meisterwerke der Malerei. Und so eine Schau braucht natürlich auch Menschen, die alles zusammenhalten. In diesem Fall ist das Bea Berthold, sie ist Designerin. Frau Berthold, Sie hatten die Schau als Erste erstmal auf dem Blatt. Und jetzt sehen Sie es, wie es entsteht. Sind Sie zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Also wir sind noch viel weiter gekommen und es ist noch schöner natürlich immer mit lebendigen Pflanzen dann. Das andere sind nur meine Zeichnungen. Und hier wird kräftig noch aufgebaut, aber hier dschungelt es mächtig. Wie passt Dschungel und Frühling zusammen hier im Palais? Ja, das hängt mit unserem großen Thema zusammen, das ja wie gemalt ist. Und wir haben alte Maler und wir haben auch jetzt lebende Maler in die Ausstellung reingeholt. Und hier stehen wir jetzt in dem Dschungel von Lukas Oertel, einem Dresden lebender und arbeitender Maler. Und der hat uns diese großen Prospekte gemalt, die wir jetzt kräftig bepflanzen. Mit kräftigen Farben, wie im Dschungel? Farben sind kräftig, die Formen sind kräftig, die Struktur wird kräftig. Wir haben auch Toncollagen dazu. Und kräftige Strukturen gibt es auch im großen Saal. Ich würde gerne mit Ihnen da mal hingehen und mal nachschauen. Ja, kommen Sie mit, begleiten Sie uns. Bitte schön. Das, was ich hier sehe, Frau Berthold, das haut einen ja wirklich um. Sehr, sehr schön. Sie haben die Natur eingefangen, hier in den großen Saal gebracht und das alles mit Blüten. Ja, so soll es auch sein. Was kann man sich hier vorstellen? Also hier ganz konkret haben wir von Claude Monet den Seerosenteich uns vorgenommen und haben den Garten, den Claude Monet selbst angelegt hat in der Normandie, in Giverny, den mit Seerosen haben wir hier ins Palais im großen Garten geholt. Man sieht direkt hier auch den Flusslauf und auch den Teich richtig herausgearbeitet mit Blautönen. Was haben Sie hier alles verarbeitet? Welche Blumen erblühen hier gerade? Also für Blau gibt es natürlich auch schöne Blumen im Frühjahr, kein Problem. Wir haben Hyazinthen, wir haben Traubenhyazinthen, Primeln, Violen. Damit haben wir den Teich gestaltet. Dann ist in dem Teich, in dem Gemälde, sind ja die Seeroseninseln. Und die sind mit Pink und mit Rosetönen. Und dann haben wir mit Hellgelb und Weiß. Malen wir im Grunde genommen das, was der Maler mit Ölfarbe auf die Leinwand gebracht hat, bringen wir mit unglaublich vielen unterschiedlichen Pflanzen in unser Gemälde. Sie sehen mich strahlen. Ich bin verblüfft und wirklich begeistert. Ist das wirklich alles so bei Ihnen auf dem Blatt entstanden? Oder hat dann hier oder da noch jemand eine Idee gehabt und sagt, ich könnte mir das hier noch vorstellen und das hier vorstellen? Also es ist unbedingt eine große Zusammenarbeit von ganz vielen Menschen, von Gärtnern, die das auch jetzt hier gepflanzt haben, die auch alle ihre Ideen ja mit einbringen. Wissen Sie, wie viele Pflanzen es hier an diesem, an dieser... Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, das glaube ich Ihnen. Diese große Vielfalt.